Nicht geguckt. Wir spielen nicht. Easy. Yo Freunde, was gekommen bei King Junior? Es ist immer langsam Zeit für den Fußball-Challenge und heute habe ich was Geiles geplant und habe heute den krassen Gast Kuba Nito, Fußballkönig von Deutschland. Ihr wisst Bescheid. Und ich habe noch dazu Frankie Allstar. Barcelona, Frankie. So, und wir haben natürlich... Ah! Nice! Wir werden heute für euch drei kleine, schnelle Challenges machen. Und zwar, Leute, ich muss ehrlich sagen, ihr wisst ja, wir drei wissen gut, aber die beiden hier sind einfach krass. Nein, Bruder. Sagst du nein? Ganz normal. Okay, ganz normal? Okay. Auf jeden Fall. Und wir haben dafür den krassen Torwart Sinan. Komm mal rein, Bruder. Barcelona. Wir machen schnell heute mal auf Schnelle. Also es heißt, ihr müsst unter Druck auch Leistung bringen können. Kein Problem. Könnt ihr das? Easy. Ja. Wir fangen jetzt erstmal an mit Freistöße. Jeder hat drei Chancen und ich schieße die drei direkt hintereinander. Momo muss schnell pinkeln. Darf der schnell pinkeln? Ah, nice. Okay, Momo, darfst du es mal direkt schießen. Unter Druck, habe ich gesagt. Unter Druck, da Druck. Komm. Unter Druck. Was geht ab? Du musst pinkeln, aber du schießt trotzdem erstmal. Torwart! Hey, Torwart! Geh raus! Das waren drei! So! Stabil! Jetzt Kubanito! Ach, Jungs! Hey, der ist. Ich bin null aufgewärmt, gell? Er ist null aufgewärmt, aber trotzdem. Boah, aber stark. Ich bin aufgewärmt, ja. So, Frankie? Oder nice? Du bist aufgewärmt. Ich? Ja. Bisschen. So. Also schnell, das stimmt. Schnell. Oh! Was sagst du? Ja, ich brauch Ball. Frankie, willst du was sagen? Nicht so viel, bleib dabei, verzeihen. Frankie. Nicht so viel, bleib dabei, verzeihen. Okay, das war's, Okay. So, Freunde, jetzt bin ich dran. Achte ich auf meine Schuhe, Leute, ist Nike. Ne? Das reicht, mehr muss ich tun. Okay, ich habe eins reingemacht. In der ersten Runde war der Gewinner Mo. Mo hat 2 von 3 reingemacht. Ich bin der Zweite gewesen mit nur einem Tor, aber... Okay, es ist nur ein Gewinner. Guck mal, der Hater hier. So. 11-Meter-Schießen. Der Erste ist wieder Mo. Mo zeigt, wie das geht. Und Kubanito natürlich auch. Danach sind wir dran. Ich mache extra Druck auf Kuba, damit er auf jeden Fall unter Druck scheitert. Das ist mein Plan. Dann gewinne ich auch. Okay. Dieses Mal machen wir wieder 3 Schüsse. Unter Druck. Okay. Ging nicht. Ich habe versucht, daneben zu schießen. Hast du versucht? Ja. Ehrlich? Bitte, diesmal schieß ganz oben, weit weg. Ich meinte weit weg vom Tor, Bruder. Was hab ich gesagt? Mo hat 3 von 3 reingemacht. Der nächste ist Kuba. Kubanito. Nito. Ich war heute zum ersten Mal auf Junior seinen Kanal. Was soll ich erzählen? Wir haben eben vorher ein Video gedreht. Ziemlich kaputt. Ich will gar keine Ausreden. Es sind nur Fakten. Aber ich versuche jetzt alle. Ich mache einen No-Look jetzt für dich. Ja. War drin, oder? Denken. Jetzt pfeffer ich richtig hart drauf. Spaß, ich mach jetzt einen Chip. Hey, guck da, man geht doch in eine Ecke, ja. Hey Leute, 2 von 3. Das ist gut. Da kann man sich nicht beklagen. Ja. Der Druck ist hoch, warum?
Mo hat direkt 3 reingesenkt. Ja. Und Gumanito 2 von 3. Ja. Jetzt bist du dran. Easy. Also auch 3 von 3. Sinan! Gut! Das ist schon mal besser. Gefällt mir. Bruh. 2 von 3. Ich muss 2 reinmachen. Besser 3 von 3. Geht weiter, 1 von 3. Ah, noch ein? 3, du musst 3. Für Messi. Bruh. Ich sag für Messi, du Vogel. Für Messi. Komm. So, er hat auch 3 von 3 gemacht. Ich spiele nicht. Easy. Barcelona. So, der letzte bin ich. Jetzt bin ich dran. Erste mache ich ernst. Die nächsten beiden mache ich ein bisschen Freestyle. Sonst ist es langweilig, Freunde. Erstmal ausgeguckt. Okay. Nicht geguckt. Letzter Schuss. War letzter Schuss. Ich schieß mit links. Mit links. Bruh. Er hat mich ausgenommen. Oh. Und wieder. Nein, diesmal haben wir ihn tatsächlich. Frankie und Mo haben alle 3 versenkt. Ich 2 mit Gubernito. Und Anais hat nur Stechen, oder? Einen versenkt. Jetzt kommen wir zur letzten Challenge. Okay, zum letzten Challenge. Lattentreffen. Auch unter Druck. Jeder 3 Chancen und gucken, wer diesmal gewinnt. Das ist echt die Königsdisziplin. Wer das hinkriegt, ist echt krass. Boah! Zweite Chance von 3. So, jetzt letzte Chance. Boah, das war knapp. Zum ersten Mal hat Mo 3-mal nicht getroffen. Aber ein bisschen Druck auf seinen Kopf, damit er nicht trifft. Aber ich versuche 3 treffen. Und am Ende gewinne ich eventuell, hoffentlich. Boah, das war knapp. Ohne zu gucken, Bruder. Puh. Alles sehr, sehr knapp, so Millimeter. Bruder, heute knapp. Ist mein Tag, ja. Ah, nice! Die Bälle, Bruder. Heute bin ich ein bisschen am Schlafen. Aber es ist meine Schuld. Ich habe nicht viel geschlafen. Latten schießen. Ja, bis jetzt hat niemand getroffen. Bis jetzt hat keiner getroffen? Ja. Sag das doch früher. Oh! Weißt du? Oh, auf Ansage auf einmal. Ah, schade. Ja. Okay, 1 von 3. Ja. Schon mal momentan mal der Sieger. Momentan. Nein. Achso, das war schon sehr knapp. So. Ich bin nicht so gut daran. So, Freunde, bis jetzt hat nur Anais getroffen, und zwar nur genau einmal. Also wenn ich eigentlich 2-mal treffe, gewinne ich. Lass versuchen, Leute. Knapp daneben ist auch vorbei. Guck mal jetzt. Versteht ihr? Ah, nice. Ich habe die Runde gewonnen. Hat gewonnen. Aber wer hat insgesamt gewonnen? So, insgesamt hat natürlich heute Mo. Sieg bei Mo. Leute, wie gesagt, heute hat gezeigt. Kein Spaß. Aber danke an alles mitgemacht haben. Also heißt danke, Frankie. Danke, Kobani. Was machst du da? 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 Was machst du da?
allem für die Fans, oder die Leute, nicht Fans, für die Leute, die immer sagen, Ronaldo ist besser, weil der da und da und da gespielt hat. Jetzt gibt es den, ne, wo Messi hingeht, ne, erstmal, sehr, sehr überraschend, wir wissen es nicht. Und dann werden wir auch sehen, ob seine Leistung genauso bleibt wie Barcelona. Ich habe das heute an, ich bin kein Barcelona-Fan. Ich habe das von niemandem nicht abgezogen, so auf chillig, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich guck. Okay, stabil. Frankie Oster. Also, was ist Barcelona und Messi, ist die Frage. Schreib in den Kommentaren. War das für dich traurig, dass er weggeht, oder war das für dich was guck Gutes? Guck mich an. Und frag nochmal. Also Leute, Frank ist ein Barca-Fan. Ich liebe Messi über alles. Der ist mein Idol. Und mit dem bin ich aufgewachsen. Also nicht privat, so. Aber ich habe den sehr als Vorbild genommen, immer noch. Und wenn der nach Paris geht, ich gehe noch hin wegen Messi. Ich bin eigentlich kein Paris-Fan. Deswegen, ich werde den Chebeps immer unterstützen und werde den weiterleben. Und der bleibt mein Lieblingsfußballer. So, Mo. Ich finde das gut, weil endlich sieht man mal Messi bei einem anderen Verein. Dann schaut man mal, was er da drauf hat. Ja? Das ist sehr interessant. Also du findest das sehr gut? Ja. Dann sagst du, Ronaldo hat ja mehrere Vereine schon gespielt gehabt. Mhm. Ne, der hat ja in unterschiedlichen Vereinen auch den Ballon d'Or geholt. Mal schauen, was Messi macht. Danke, deine Meinung. Cubanito. Junior. Das ist sehr, sehr traurig, wo ich das gehört habe. Ich sag dir ehrlich. Ich bin unter anderem mit Messi aufgewachsen, weißt du, ich meine, selber Barca-Fan. Aber was soll man machen? So ist Fußball, ne? So ist auch das Leben. Es gibt Veränderungen. Ja.